Elektromagnetisches, kosmisches Spektrum und Frequenzen. Ja, Glück auf, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer faszinierenden Reise durch das elektromagnetische, kosmische Spektrum und die Welt der Frequenzen. In diesem Abschnitt nehmen wir uns ein bisschen Zeit, in die Tiefen der physikalischen Größen einzutauchen und das elektromagnetische, kosmische Frequenzspektrum zu erkunden. Wir werden es in einzelne Kategorien aufteilen und so einen Schritt näher an ein kosmisches Verständnis heranrücken. Menschliche Wahrnehmung von Frequenzen. Menschen haben zwar eine erstaunliche, aber begrenzte Fähigkeit, einen kleinen Teil des Frequenzspektrums zu hören, der im Allgemeinen zu den niedrigen Frequenzen gehört. Gleichzeitig können wir einen ebenso bescheidenen Teil sehen, der den hohen Frequenzen angehört. Die Allgegenwärtigkeit von Frequenzen. Frequenzen sind wie Geheimnisträger des Universums, transformierbar, übertragbar, entschlüsselbar und in diamagnetischen Materialien, sei es fest, flüssig oder gasförmig speicherbar. Unsere Welt, die Natur, ist durchdrungen von fast jeder erdenklichen Frequenz, von sichtbarem Licht bis hin zu hochfrequenter Radioaktivität. Ja, beachten wir einige der faszinierenden Frequenzen, die unsere Realität durchziehen. Da haben wir einmal die Wellen der Wechsel- und Gleichstrom-Niederfrequenzen, dann haben wir pulsierende Schwingungen von Radio, also AM, FM, TV, Mobiltelefon und Internetfrequenzen, die wärmenden Strahlen von Infrarot, die leuchtenden Farben des sichtbaren Lichts und die unsichtbare Energie der ultravioletten Frequenzen. Dann haben wir die ionisierenden Strahlung von X- und Gammastrahlen sowie die geheimnisvolle kosmische Strahlung. Die Magie des elektromagnetischen Spektrums. Elektromagnetische Strahlung ist nichts Geringeres als die Übertragung von Energie in Form einer elektromagnetischen Welle. Die Welle wird charakterisiert durch ihre Wellenlänge, ihre Frequenz und ihre Energie. Die Wellenlänge ist der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spitzen der Welle. Die Frequenz gibt an, wie oft sich die Welle pro Zeitlimit wiederholt, und die Energie ist die treibende Kraft hinter dieser tanzenden Symphonie des Lichts und der Schwingungen. Das elektromagnetische Spektrum, eine endlose Palette von Frequenzen und Energien, entfaltet sich vor unseren Augen. In der Abbildung unten werden uns alle bisher bekannten elektromagnetischen Strahlungen präsentiert, von den kraftvollen Gammastrahlen bis hin zu den Radiowellen. Tiefere Einblicke durch Hauptkategorien. Ja, lasst uns tiefer eintauchen und uns den Hauptkategorien zuwenden. Das elektromagnetische Spektrum teilt sich in zwei große Kategorien, je nach der Energie, die jede Welle trägt. Ionisierende und nicht ionisierende Strahlung sind dabei diese Hauptkategorien. Nicht ionisierende Strahlungen. Nicht ionisierende Strahlungen sind allgegenwärtig in unserem täglichen Leben. Von der Ultraviolettstrahlung mit ihrer höchsten Energie über das sichtbare Licht mit seinen farbenfrohen Wellenlängen bis hin zu den Radiowellen, die uns täglich umgeben. Ionisierende Strahlungen. Auf der anderen Seite stehen die ionisierenden Strahlungen, die machtvollen Gamma- und Röntgenstrahlung, die fähig sind, Materie zu ionisieren. Mit ihrer ungeheuren Energie durchdringen sie die Grenzen des Bekannten und werden in der Medizin, Sicherheitskontrollen und vielen anderen Anwendungen genutzt. Das faszinierende Radiofrequenzspektrum. Die Reise durch die Radiofrequenzen ist ebenso faszinierend. Vom tiefen Brummen der niedrigen Frequenzen, die in der U-Boot-Telekommunikation ihre Anwendung finden, über die pulsierenden Schwingungen der Mittel- und Hochfrequenzen in unseren Radios und Fernsehstationen, bis hin zu den aufregenden Mikrowellen, die höchsten Frequenzen der Radiowellen, die uns im Radar und in unseren Haushaltsmikrowellen begegnen. Die Quellen der elektromagnetischen Strahlung. Die Herkunft der elektromagnetischen Strahlung führt uns zu einer Teilung in natürliche und künstliche Quellen. Die kosmische Strahlung, die von unten kommt und das elektromagnetische Feld erschafft, in dem wir uns befinden, fasziniert mit ihrer mysteriösen Kraft. Ebenso beziehen sich verschiedene Tiere wie Vögel, Fische und ihre Orientierungskraft aus diesem elektromagnetischen Feld, wenn sie auf ihren Wanderungen über Kontinente navigieren. Künstliche Quellen der elektromagnetischen Strahlung. Aber nicht nur die Natur, auch wir Menschen sind, naja, manchmal leider, Schöpfer von elektromagnetischer Strahlung, elektrischer Strom,
Dieser unsichtbare Dirigent spielt eine Schlüsselrolle bei der Erschaffung künstlicher elektromagnetischer Wellen. Unsere Welt ist durchzogen von künstlichen Quellen, sei es das Summen der Haushaltsgeräte, die wir täglich nutzen, oder die Antennen, die in den Himmel der Telekommunikation und Rundfunkstationen ragen. Die Allgegenwärtigkeit elektromagnetischer Strahlung. In unserer Ära ist elektromagnetische Strahlung unser ständiger Begleiter. Mit jedem Schritt, den wir tun, tanzen wir im unsichtbaren Ballett der Frequenzen. Wir können nicht alles sehen und hören, denn unsere Augen und Ohren sind auf einen kleinen Ausschnitt dieser zauberhaften Symphonie beschränkt. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir werden uns die nächsten 2 bis 3 Episoden weiter mit Frequenzen und Wellen beschäftigen. Einfach aus dem Grund, da wir verstehen wollen, wie der Äther zum Beispiel als Speichermedium fungieren kann oder fungiert. Und wenn dieser als Speichermedium fungiert, dann ist da natürlich auch Energie abzuziehen. Aber dazu kommen wir in den nächsten Folgen. Ja, schaut mal in die Videobeschreibung. Wäre schön, wenn ihr bei Me im Coffee da mal vorbeischaut. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis bald.